Ja, dies hier ist sehr schön und klingt wunderbar. Dies hätte ich gerne. Freut mich, dass es Ihnen zusagt. Wissen Sie, das ist nämlich unser neuestes Modell. Können Sie es sofort liefern? Selbstverständlich, Madame. Wissen Sie, mein Geburtstag. Ich möchte ihn gern überraschen. Oh, natürlich. Und Ihre Adresse, bitte? 1127 Walnut Avenue. 27 Walnut Avenue. Sehr schön. Moment mal, Herr Postrat. Ja, bitte? Könnten Sie mir sagen, wo 1127 Walnut Avenue ist? 1127 Walnut Avenue? Ja. Das ist das Haus da oben, ganz am Ende der Treppe. Das ist das Haus da oben, ganz am Ende der Treppe. Schön ruhig stehen, Susi. Sei nicht so voreilig. Das erfordert etwas Überlegung. Jetzt lass die Kiste runter, aber vorsichtig. Oh, oh! Zieh die verdammte Kiste wieder weg! Oh, oh! Warum kannst du denn nicht aufpassen? Susi hat... Jetzt komm schon! Jetzt heb hoch! Etwas zurück. So. Hauch. 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 Würden die Herren mich bitte mal vorbeilassen? Aber selbstverständlich, mein Fräulein. Augenblick. Augenblick mal, ich werde Ihnen helfen. Ha ha ha!
Nicht nur das, er hat mir einen Tritt gegeben. Einen Tritt gegeben? Ja, Wachtmeister, mitten hinein in meinen täglichen Spaziergang. Oh, tatsächlich mitten hinein? Au! Oh. Ruck! Hey, Sie! Was denn? Kommen Sie her! Geh runter und frag, was er will. Geh du bitte runter und frag, was er will. Streite jetzt nicht mit mir, geh runter und frag, was der Mann will. Ich will nicht mit dir streiten, geh jetzt endlich! Was wollen Sie von uns? Geh ganz runter, sei nicht so faul! Was denn? Ach, Sie meine ich nicht. Ich meine den anderen Trottel. Was denn? Er meint nicht mich. Er meint den anderen Trottel. Dich! Ach so! Kommen Sie dazu, das Kindermädchen zu belästigen? Wer? Ich? Ja, Sie! Ich wollte ihr ja nur... So, hoffentlich wird Ihnen das eine Lehre sein. Lässt du dir das gefallen? Ich sage dir, wenn er nur noch ein Wort mehr riskiert hätte, dann hätte ich ihm eine... Oh! So, das ist hoffentlich noch eine Lehre. Hey, Sie! Sind Sie da nicht eben dienstlich einen Tritt zu weit gegangen? Was heißt das, dienstlich einen Tritt zu weit gegangen? Er meint doch nur, einen Schritt zu weit im Dienst. Ach so. Hoffentlich ist dies auch eine Lehre für Sie. Oh. Schafft ihr zwei Einfallspinsel endlich diese Kiste hier aus dem Weg? Was geht Sie denn die Kiste an? Ich möchte hier vorbei. Warum gehen Sie nicht dran vorbei? Was? Vorbeigehen? Ich, Professor Theodor von Schwadendrescher, Dr. Med-Dent, DBS, Dr. LD, FF und F, soll hier vorbeigehen? Los, schafft die Kiste aus dem Weg damit! Vorwärts, schafft sie aus dem Weg, aus dem Weg! Feine Bescherung! Ich lasse euch einsperren dafür! Ihr kommt ins Gefängnis! Ich bin Professor D.T.H. Oh! Ruck! Oh! Ruck! Oh! Ruck! Oh! Ruck! Oh! Ruck! Oh!
Ruck! Oh, Ruck! Oh, Ruck! Oh, Ruck! Oh, Olli! Was? Ich kann nicht mehr! Oh, nicht weich werden! Es sind nur noch wenige Stufen! Wie also noch mal! Oh, Ruck! Habt ihr etwa das Klavier die ganze Treppe hier raufgetragen? Das hättet ihr nicht zu tun brauchen. Seht ihr die Straße da unten? Ihr hättet nur... Ihr hättet euren Karren bloß außenrum zu fahren brauchen, hier oben rauf. Warum haben wir daran denn nicht früher gedacht? Einen Moment. Wahrscheinlich müssen wir es wieder mitnehmen. Warum? Es macht niemand auf. Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Wir schaffen das Klavier über den Balkon, tragen es die Treppe runter und bringen es ins Wohnzimmer. Hole mir eine Leiter und ich hole einen Flaschenzug. Oh!
auf, wo du hintrittst, Esel! Oh! Was denn? Es ist jemand daheim. Da oben bei dir? Nein, ich hörte, dass einer die Treppe raufgegangen ist. Oh, es ging einer die Treppe rauf, du Dummkopf. Das bin ich gewesen. Das warst du? Ja, natürlich. Ich denke, die Haustür ist doch zu. Ich war doch gerade auf der Leiter, während du das Klavier hochzogst und der Flaschenzug da... Och, mach, dass du wieder reinkommst. Und gib meinen Hut her. Einer ist die Treppe raufgegangen. Was ist denn jetzt wieder los? Du hast meinen Hut. Hier. Gib mir meinen zurück. Geh wieder ins Haus rein. Ich möchte jetzt nichts mehr hören von dir. Hast du den Hut her? Lass uns das Klavier jetzt endlich runterschrauben! Oh.
du die Kiste auf und ich suche inzwischen einen Platz für das Klavier. Ich zeige es dir jetzt. Warum bist du denn darauf geklettert? Ich wollte das Klavier anschließen. Das schließt man doch nicht an der Lampe an. Gib die Schnur mir. Wenn ich sie sehe, sperre ich sie ein. Danke, Wachmeister. So, jetzt lass mich hier mal die Wohnung aufräumen. Sie wohnen Sie hier? Ob ich hier wohne? Das ist mein Haus! Was machen Sie denn hier? Wir haben hier Piano gebracht. Piano! Piano! Ich hasse und verabscheue Pianos! Diese widerlichen Klimperkästen! Schaffen Sie sofort dieses Ding wieder weg, bevor ich einen Mord begehe! Raus damit! Sofort raus damit, oder ich verkette mich! Oh! Oh! Oh, jetzt ist es aber genug. Raus hier. Jetzt ist aber Schluss. Euch werde ich zeigen. Euch werde ich zeigen. So, jetzt ist endgültig Schluss. So eine Unverschämtheit, mir ein Klavier ins Haus zu bringen. Ich werde euch lehren, mir ein Klavier ins Haus zu bringen. Euch werde ich es zeigen! Mir kommt kein Klavier ins Haus! Ich hasse Bier!
Pianos! Theodor! Oh, was ist denn nur passiert? Diese zwei Wahnsinnigen haben uns ein Klavier gebracht, aus Versehen! Sieh nur, wie es hier aussieht! Aber es war kein Versehen, Schätzchen. Ich habe es gekauft, als Überraschung zu deinem Geburtstag. Oh, du beschämst mich, Liebste. Oh, wüsste ich doch nur, wie ich alles wieder gut machen könnte. Ich dachte, du sagtest, du hast Pianos. Was, ich hasse Pianos? Ich bin doch ganz verrückt darauf. Oh. Entschuldigen Sie vielmals, meine Herren. Was kann ich tun, um Ihnen zu zeigen, wie leid es mir tut? Hier nur den Schein unterschreiben. Das ist für uns Dienst am Kunden. Stanley, fünf Meter, Alter. Ihr Schuft, der Mann, dass ihr Lust habt!